Das nennt man hier Kleinkettenkraftwagen. Ist also kein Kettenkratt, wie es allgemein so genannt wird im Volksmund. Oder wie es der normale Soldat damals sagte. Wir haben hier einen kurzen Film noch von der Wochenschau von 1943 oder 1944, in dem das Kettenkratt als Vielfeldfahrzeug angepriesen wurde. Das Reichsgebiet erfüllt die deutsche Rüstungsproduktion zahlen- und terminmäßig die gesteckten Ziele. Krafträder bei ihrer ersten Probefahrt im Gebirgseinsatz. Und nun als Hobbyfahrzeug. Irgendwann war es denn soweit. Wir konnten das Fahrzeug aus der Garage fahren. Das Kettenkratt machte seine erste Probefahrt. Aber vorher hatten wir es erstmal gründlich zerlegt, alles gereinigt, abgedichtet und so einige Reparaturen ausgeführt. Zuerst haben wir die Ketten abgenommen. Zwei Gleisketten mit jeweils 40 Gliedern. Das heißt 80 mal Schraube raus für Schmierung, 80 mal 100 Gramm einfüllen und 80 mal wieder verschließen. Die Ketten haben wir dann erst gar nicht wieder aufgebaut, weil dadurch war das Fahrzeug viel leichter zu bewegen. Kettenkräder am laufenden Band. Die Kettenglieder waren nadelgelagert. Es waren insgesamt für die 80 Kettenglieder 4800 Nadeln alleine notwendig. Um das Kettenkratt auch im schlechten Gelände, sprich morastig oder im tiefen Schnee bewegen zu können, gab es auch Ketten mit einer Verbreiterungsplatte. Schauen wir uns einmal das Kettenlaufwerk an. Denn immer stellt sich die Frage, warum hat das Fahrzeug noch vorne ein Rad? Es ist nicht nur für die Lenkung, sondern es hat auch etwas damit zu tun, um das Kettenlaufwerk anzuheben. Wenn wir einen Panzer betrachten, hat er vorne angehobene Ketten. Das bewirkt, dass er Hindernisse besser nehmen kann. Das haben wir bei unserem Kettenfahrzeug nicht. Die Wehrmachtskettenfahrzeuge mit ihrem einfachen Laufwerk hätten Schwierigkeiten, mit den Ketten sofort ein Hindernis zu überfahren. Aus dem Grund sind vorne die Räder oder beim Kettenkrat eben dieses eine Rad. Das möchten wir jetzt einmal zeigen, warum und wieso. Hätten wir so ein einfaches Hindernis, dann sehen wir hier, die Kette würde es angreifen und würde oder weiters die Möglichkeit haben, darüber zu fahren. Das ist für die Kette in dieser Art keine Höhe. Verdoppeln wir jetzt aber einmal die Hindernishöhe, dann stellen wir fest, hier kann die Kette nicht mehr hoch. Sie schafft es nicht zu greifen, um diesen Abstand zu überwinden. Das ist für die Kette nicht machbar, unmöglich. Beim Halbkettenfahrzeug zeigt sich jetzt die Bedeutung des Vorderrades. Das Vorderrad stößt gegen das Hindernis, das Vorderrad dreht sich hoch und federt dabei ein und hebt die Kette in eine entsprechende Höhe, sodass die Kette jetzt, da sie etwas angehoben ist, auch auf dieses Hindernis aufsetzen kann und sich dort rüberzieht. Ist das Hindernis so wie hier ein Baumstamm und nicht nur ein Absatz, dann ergibt sich ein starkes Kippmoment. Da muss man ganz vorsichtig dann runtergehen. Das zeigen wir hier einmal in der Praxis. Hier hätte ich wohl etwas sensibler Gas geben sollen. Das war etwas zu schnell. Kommen wir wieder zurück zur Technik. Wenn man vorne die zwei
Haltegriffe öffnet hinter dem Fahrersitz, dann kann man die Motorklappe aufmachen. Wir haben hier einen guten Blick direkt hinter dem Fahrersitz, wo der Opel-Motor werkelt. Der große Luftfilter und der Geländevergaser von Solex sind extra hoch angelegt, um Wassereindringen zu vermeiden. Wir nehmen jetzt die Sitzbank heraus und unter der Sitzbank finden wir dann eine Klappe, die ist einfach zu öffnen und da war normalerweise das gesamte Werkzeug. Leider fehlt es hier. Um an die Technik des Fahrzeugs zu kommen, ist es relativ einfach. Man kann alles wegklappen. Zum Beispiel jetzt die gesamte Sitzbank wird einfach mit zwei kleinen Blechen gesichert. Die werden gelöst und dann kann man die Sitzbank nach vorne schieben. Und darunter sieht man dann den großen Kühler, der mit dem großen Kühlgebläse ist. Das hat noch eine Übersetzung, damit er auch richtig viel Luft bekommt. Um die Sitzbank zu entfernen, brauchen wir nur außen rechts und links eine Schraube zu lösen und dann können wir die gesamte Sitzbank wegnehmen. Nun liegt die Technik offen vor uns. Wir sehen vorne das Lüftergebläse, das hat eine Übersetzung, wie gesagt, und bläst deshalb sehr viel. Dann kommt der Kühler, ein sehr großer Kühler, 14 Liter Wasser fasst es. Und dann haben wir das Luftleitblech und eine Heizung. Der kleine Heizhebel wird umgelegt. Dadurch wird eine Klappe geöffnet, die die Warmluft einströmen lässt in diesen Kanal. Dieser Kanal geht nach vorne, dieser viereckige Kanal. Und dann kommt dieses runde Rohr, was unter den Sattel hervorkommt und wärmt den Fahrer. Links vom Fahrer ist ein Handhebel mit Stufenrastung. Hiermit kann man hinten die Klappe im Luftleitblech einstellen. Ist der Motor noch kalt, schließt man sie, dann erwärmt er sich schneller. Ist er zu heiß, muss sie voll geöffnet werden. Hinten in der Karosserie ist eine Öffnung und ebenfalls im Kühler ist eine Öffnung. Da kann man also eine Kurbel reinstecken. Die geht dann weiter durch den Kühler, durch das Gebläse bis an den Motor. Und wenn man diese Kurbel dann dreht, kann man den Motor anwerfen, denn das Kettenrad hat nur eine 6-Volt-Anlage. Mitten auf der Keilriemenscheibe ist ein Verbindungsnocken. Der wird mit einer Klemmverbindung zum Lüfterantriebsrad gesetzt und damit wird der Lüfter angetrieben. Nachdem Kühler und Lüfter ausgebaut sind, wird vorne noch die Antriebswelle gelöst und ein paar andere Teile wie Sattel ausgebaut. Und dann ist es relativ einfach, den Motor zu entfernen. Dafür benutzten wir dann einen Gabelstapler. Hier haben wir jetzt auch mal die Möglichkeit, den Motor oder den gesamten Antriebsstrang ausgiebig zu betrachten. Es ist ein Opel Olympia Motor. Er hat 1,5 Liter und 36 PS. Und die leisten was. Nur hierbei ist die Ölwanne geändert. Hier ist der Anschluss für das Kühlgehäuse, die Lichtmaschine. Dann haben wir den Anlasser, alles handelsmäßig Opel Olympia. Der Kühlwasserbehälter ist nicht handelsüblich. Der Geländevergaser ist ein Solex, ist auch speziell für das Kettenrad. Und ein Dreiganggetriebe ist vorne angeflanscht. Da haben wir den Geländeschalthebel und den normalen Schalthebel, womit wir die drei Gänge und den Rückwärtsgang einlegen. Vorne ist das Lenkgetriebe vor dem Getriebe und das ist die Lenkbremse, nicht die Fahrbremse. Das Kettenrad hat auf jeder Seite 6 Räder. Diese sind unterschiedlich. Das vordere ist das Triebrad. Das ist verbunden mit der Antriebswelle, somit mit dem Motor und von dort wird die ganze Kette angetrieben. Man konnte anstatt der kleinen Gummiplatten auch Eisbrecher draufsetzen, damit die Kette sich nicht zu sehr spannen konnte, wenn dort Eis festgefahren war. Hinten haben wir das Leitrad. Das Leitrad dient gleichzeitig zum Spannen der Kette. Und dazwischen sind dann die Laufräder. Nur die Laufräder haben eine Federung. Jedes Laufrad hängt an einem Schwingarm und jeder Schwingarm wird durch einen Drehfederstab abgefedert. In der Karosserie sehen wir hier 4 Tunnel. Durch diesen läuft dann der Drehfederstab zur anderen Seite, wo er gelagert ist. Hier sehen wir das einmal so schematisch. Links ist er drehbar und rechts ist der Drehfederstab festgelagert. Es sind aber immer 2 Drehfederstäbe in jedem Tunnel. Denn einmal ist er links gelagert und einmal ist er rechts gelagert. Das sind die Lagerpunkte, die festen, und die Lagerung, das ist das Drehbare.
Somit wurden also immer die Räder rechts und links auf der einen Seite gelagert und der Drehstab dort festgesetzt und auf der anderen Seite ebenfalls. Das war eine sehr gute Lösung. Der schöne sonore Auspuffsound kommt daher, dass wir hier nur einen Auspuff drauf hinten quer liegen haben. Wir können auch hier die Gummipolster gut sehen, sie sind mit 4 Schrauben festgemacht und auswechselbar. Die Armaturen sind relativ einfach gehalten. Wir haben einen Schok, wir haben einen Starterknopf, wir haben einen Zündschlüssel, ein Drehzahlmesser, eine Thermostatanzeige für das Kühlwasser und auch eine Kilometeranzeige. Durch Bewegen der Klappe kann man hier dann den Rückwärtsgang einlegen, also alles relativ einfach geschaltet. Bevor unser Fahrzeug jetzt in die Garage kam, bekam es noch Frostschutz. Das war auch wichtig, denn wenn es in der kalten Garage steht, möchten wir nicht, dass der Motor kaputt friert. Noch kurz Frostschutz eingefüllt und dann noch eine Probefahrt unternommen. In großer Zahl verlassen die Kettenkräter das Werk. An der Front leisten sie besonders auf verschlammten Wegen und schmalen Gebirgspfaden unseren Soldaten wertvolle Dienste. Und heute ist das NSU-Kettenkrat ein begehrtes Sammlerobjekt. Also legen wir mal wieder den Rückwärtsgang ein und fahren es in unserer Garage, wo wir es überwintern lassen. Wenn euch unser Film über die Technik gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Denn das gibt uns wieder etwas mehr Motivation, noch einen Film über irgendetwas Interessantes zu machen, was wir so wissen.